begrüße alle ganz herzlich zum politischen Samstagsgebet. Auch in Corona-Zeiten wollten wir das in Präsenz machen. So vor der Münchner Sicherheitskonferenz, die jetzt zwar nicht in Präsenz stattfindet, sondern verschoben wurde, haben wir das Thema Frieden, ein konsequenter Weg zum Frieden, das Konzept der Badischen Landeskirche, das uns nachher die Frau Haas vorstellt. Ich freue mich, dass unsere Musiker da sind, der Erwin Schelbert und der Johannes Eder. Ich spreche auch für die Vorbereitungsgruppe vom politischen Samstagsgebet. Das ist die Gabi Hilz, die heute nicht da ist, die immer diesen wunderbaren Flyer auch gestaltet und die Einladung verschickt. Das ist die Rosemarie Wechsler, die heute auch den geistlichen Impuls macht. Das ist der Magellan, der jetzt in Rente geht und vor der katholischen Arbeitslosenseelsorge, glaube ich, ganz viele Jahre gearbeitet hat. Das ist die Ingrid Haunstetter, die hat sich zum Schluss zu diesem Lied Sei Frieden mit dir diese Sprachen überlegt und wollte aber wegen Corona nicht kommen. Und ich bin Sibylle Ott und arbeite beim Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt und bin auch im Ökumenischen Netz Bayern aktiv. Dann würden wir jetzt schon, jetzt hoffe ich, dass ich nichts Wesentliches vergessen habe, zum Vortrag von Gudrun Haas kommen. Gudrun Haas ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation, engagiert sich im Trägerkreis der Internationalen Münchner Friedenskonferenz und in der Projektgruppe Münchner Sicherheitskonferenz Verändern. Sie ist als Regionalkoordinatorin in München für Sicherheit Neudenken zuständig. Und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Ja, grüß Gott, beinand. Und ich heiße Gudrun übrigens, also mich braucht niemand mit Frau Haas anzureden, sondern mit Gudrun. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, einfach Fragen zwischendrin. Es wird auch, ja, das Konzept Sicherheit neu denken will Inspiration für Richtungswechsel und Paradigmenwechsel sein. Und ist es meines Erachtens auch. Dabei geht es für mich nicht nur um Fakten, sondern auch um das persönliche Fühlen, wenn es um Begriffe wie Sicherheit und Frieden geht. Und darauf läuft es raus, was Sie heute von mir hören und was wir zusammen machen. Wer hat noch nichts von dem Konzept Sicherheit neu denken gehört? Bitte Handzeichen. Doch ein paar. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht schon viele sind. Wer hat schon das Buch sogar gelesen? Aha, ja, immerhin. Also ungefähr genauso viel. Ich habe auch das Buch hier mitgebracht. Das Buch, das kostet 10 Euro. Man kann es sich aber auch im Internet kostenlos runterladen. Also sowohl Kurzfassungen als auch Buch kann man sich elektronisch runterladen. Ja, auf der Webseite des politischen Samstagsgebets habe ich gelesen, dass es ein offenes Forum des Umdenkens sein will. Und Denken ist für mich die Voraussetzung für Umdenken und auch um Entscheidungen treffen zu können. In diesem Jahr und in diesem Jahrzehnt müssen viele Entscheidungen wohl getroffen werden und vieles kann zu Ende gehen. Zum Beispiel beginnt sich das fossile Zeitalter dem Ende zuzuneigen, hoffentlich zumindest. Und manche sagen, das amerikanische Zeitalter neigt sich seinem Ende zu. Das bedeutet für mich, dass es für das Konzept und die Kampagne Sicherheit neu denken Zeit ist und überhaupt Sicherheit neu zu denken Zeit ist und die Weichen für Entscheidungen zu stellen. Die weltweiten ökologischen, politischen und sozialen Herausforderungen und Konflikte lassen sich mit militärischen Mitteln nicht lösen. Das ist vielfach nachlesbar. Auch die Kampagne und das Konzept Sicherheit neu denken stellt das alles zur Verfügung. Sicherheit neu denken ist eine umfassende Aufklärung, in dem konstruktiven Geist der Zukunft schaffen kann. Das Szenario Sicherheit Neudenken erklärt einfach und übersichtlich den Weg
von einer militärischen zu einer stabilen zivilen Sicherheitspolitik. Sogar einen Zeitrahmen gibt es, damit Zwischenschritte kontrolliert werden können und die Umsetzung gelingt. Hier ist das Konzept so übersichtlich wie wünschenswert. Sie haben, oder ihr habt es auch auf euren Stühlen vorgefunden. Genau, also ich lege das jetzt einfach nur so auf den Boden, so dass man, ja, wer Lust hat, sich das hinterher zu fotografieren, damit man weiß, was heute so, wovon die Rede war, gerne. Ja, das Konzept ist so übersichtlich wie wünschenswert. Was wir brauchen, ist ein grundlegendes Umdenken vom sicherheitslogischen Verständnis zum friedenslogischen Verständnis in Politik und Gesellschaft. Mit diesem inspirierenden Konzept eines Szenarios für eine zivile Politik für Sicherheit und Frieden werden manche Ausreden, die alle mit Aber beginnen, obsolet. Die Fantasie kann aus dem Vollen schöpfen und die Umsetzung kann beginnen. Sogar die Leitlinien der Bundesregierung von 2017 betonen das Primat der Politik und den Vorrang für Prävention. Und laut UN- und Weltbankbericht, der heißt Pathways for Peace von 2018, spart jeder in Prävention investierte Euro 16 Euro an Folgekosten. Was steht uns also entgegen? Muss es wirklich zum Showdown kommen? Ich lege lieber meine Aufmerksamkeit auf das Mögliche, das Werdende und hege weiterhin kreative Hoffnung und Zuversicht. Frage an euch. Würdet ihr euch Folgendes wünschen und meint ihr, dass bis 2025 Folgendes machbar ist? Deutschland entwickelt in Kooperation mit gleichgesinnten weiteren Staaten eine nachhaltige zivile Sicherheitspolitik, die auf diesen fünf Säulen beruht. Säule 1, gerechte Außenbeziehungen. Säule 2, nachhaltige EU-Partnerschaft. Säule 3, internationale Sicherheitsarchitektur. Säule 4, resiliente Demokratie und Säule 5, Konversion der Bundeswehr. Ist es machbar bis 2025? Darf ich mal Handzeichen sehen? Und bis 2040? Okay, wir sind fast alle herin, das ist schön. 2025 ist ja schon in 4 Jahren, ja. Genau, schauen wir mal, was wir schaffen. Auf der Rückseite dieses Blattes, das ich euch vorher gezeigt habe, seht ihr dann auch noch eine Zusammenstellung, die ich so zusammengestellt habe. Und zwar seht ihr da die Beschreibung der 5 Säulen oben und das, was bis 2040 geschafft werden soll, dann unter dem Strich. Ja, also es steht drauf. Zum Nachlesen. Also, genau. Es ist vielleicht ganz gut, wenn man weiß, wo man es nachlesen kann. Ja, also ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so in diesem Zusammenhang vorstellen und deswegen sage ich es euch auch nicht lang, sondern ihr könnt es ja gelegentlich nachlesen. Ja, was vorstellbar ist, ist auch machbar, sagt unser Albert Einstein. Ja, und gleichzeitig, was vorstellbar ist, muss nicht gut sein. Es kommt darauf an, wie die Weichen gestellt werden.
Das macht die Bildungskampagne Sicherheit neu denken sehr deutlich und meines Erachtens dadurch auch sehr glaubwürdig. Ihr findet darin, also in diesem Konzept, in dem Buch und in den Beschreibungen, eine Trendanalyse, also wie es sich im Augenblick darstellt. Aufgrund der sowohl die Utopie als auch eine Dystopie vorstellbar sind. Also die Utopie in die gute Richtung, die Dystopie in die schlechte Richtung. Begeistert bin ich natürlich von der positiven Vision, die meine Vorstellungskraft motiviert und inspiriert. Psychologen sagen, dass eine klare Vorstellung auf einer systemischen Ebene Entwicklungskräfte entwickelt. Die Begriffsfolge ist deswegen denkbar, vorstellbar, machbar, möglich, Wirklichkeit. Doch zu welcher Wirklichkeit will ich beitragen? Will jeder, jede von uns beitragen? Dazu ist es notwendig, sich individuell und persönlich mit den Begriffen von Sicherheit und Frieden auseinanderzusetzen. Ich lade Sie jetzt zu einer Übung im Zuhören ein. Je 3 Minuten hören Sie sich jeweils zu zweit zu. Bitte finden Sie sich jetzt zu zweit zusammen, wenn Sie sich damit wohlfühlen. Wenn nicht, dann machen Sie es in Selbstreflexion. Aber zu zweit und sich gegenseitig zuhören schafft noch eine andere Qualität der Beziehung zusammen. So, jetzt vereinbart bitte, wer Person A und wer Person B ist. Genau, ihr kriegt nachher 2 Fragen gestellt und die ihr dann in dieser Übung beantwortet. Ja, wer ist A und wer ist B? Person A wird die ersten 3 Minuten Redezeit bekommen und Person B hört nur zu, ohne zu reden und keine Nachfragen stellen bitte. Beim Gong wird dann gewechselt. Und dann kriegt die Person B Redezeit, 3 Minuten Redezeit und Person A hört nur zu und hängt sozusagen an den Lippen von Person B. Ist die Übung an sich klar? Ja? Erste Frage, wie und wo erlebe ich Sicherheit? Es gibt nachher noch eine 2. Frage. Sicherheit im Gespräch, wenn die Person kommuniziert. Redezeit Person B. Nächste Frage. Wie und wo erlebe ich Frieden? Es geht los mit Redezeit wieder Person A. Bitte wechseln, Redezeit Person B. Vielleicht 3 Wortmeldungen. Welche Resonanz, hat jemand eine besondere Resonanz zu dieser Übung? Hat jemand besonders vielleicht Verbundenheit gespürt oder irgendwas? Ja, nicht ja unbedingt. Also manche Worte meiner Partnerin. Ich wiederhole es nachher. Ja, manche Worte meiner Partnerin
hätten von mir sein können. Ja, ich habe unbedingt Verbindung gespürt. Manche Worte meiner Partnerin hätten auch von mir sein können, sagt ich. Okay. Noch jemand? Rosmarie? Wir leben hier so im Frieden im Vergleich zu der restlichen Welt, dass wir dafür nur danken können. Also wir leben hier nur im Frieden im Vergleich zur restlichen Welt. Ja. Ja, die Kommunikation wird der Austausch jetzt die Fremdheit aufgehoben hat. Ich wusste ja vorher gar nicht, was mir entgegenkommt, ob ich überhaupt mit der anderen Person zurechtkomme, ob die vielleicht was ganz anderes denkt. Das wusste ich ja alles nicht. Also der Austausch hat die Fremdheit aufgehoben. Ja, die Angst vor Fremdheit, die gewisserweise dann auch eine Befriedung, weil die Angst weg ist und dann kann man sich sicher fühlen und auch im Frieden fühlen. Man hat sich abgesichert oder wer sicher, da kommt nichts Böses. Man kann den Frieden fühlen, habe ich auch gehört. Ja, ja, vielen Dank. Noch jemand? Okay, machen wir jetzt da. Ja, also mir ist es so gegangen wie der Vorrednerin, ich weiß den Namen leider nicht, aber ja, ich bin immer also sehr interessiert hier und ich komme hierher und lade meine Akkus auf. Also du lädst deine Akkus hier auf. Ja. Vielen Dank. Noch die letzte Wortmeldung? Ja, schön. Es bestellt, weil ich so lange als Militäre und politisch relativ zufrieden bei uns ist, dass man da so verwöhnt ist inzwischen, dass es so selbstverständlich ist, dass man das gar nicht mehr so dankbar oder bewusst wahrnimmt. Das setzt man einfach voraus. Also wir sind verwöhnt und manches ist selbstverständlich und dann kommt die Dankbarkeit eher zu kurz. Habe ich nicht richtig verstanden? Ja. Ja, noch zwei Rätselfragen, die ich an euch stellen möchte. Und zwar die erste Frage, das erste Rätsel. Wie viele verschiedene gewaltfreie Methoden gibt es nach dem Politikwissenschaftler Gene Sharp, der war Preisträger des Alternativen Nobelpreises 2012. Also wie viele verschiedene gewaltfreie Methoden gibt es? A. 23, B. 9, C. 198, D. 103. Was meint ihr? Wahrscheinlich 198. 198, okay. Gibt's noch? Okay. Gut. Tatsächlich stimmt 198, weil der Gene Sharp, der hat ein für mich sehr faszinierendes Buch geschrieben, und zwar, der hat doch glatt ein Lehrbuch zum gewaltlosen Sturz von Diktatoren geschrieben und hat darin eben 198 Methoden des gewaltfreien Widerstandes unterschieden. Genau, also es gibt tatsächlich ein Lehrbuch zum gewaltlosen Sturz von Diktatoren. Ein zweites Rätsel. Warum sollte ein Aufstand gegen einen Diktator gewaltfrei sein? Auch wieder drei Antwortangebote. Weil A, weil gewaltfreie Aufstände erfolgreicher sind. B, weil es moralisch besser ist. Oder C, weil es so in der Bibel steht. Ja, es ist mir eine Spaßfrage. Also A, B oder C? Ja, so viele. Waren erfolgreich. Also ich glaube, bei der Friedenskonferenz hat man gesagt, das ist erfolgreich. Genau, genau. Es gibt ja diese Studie. Moral natürlich in der Politik. Aber ich möchte gerne A, B.
Genau, es gibt ja diese Studie von Erika Genovet und Maria Stephan. Und die haben auch eine Frage gestellt, und zwar: Hat gewaltfreier Widerstand eine Zukunft? Und sie haben tatsächlich herausgefunden, ja, unter drei Bedingungen. Einmal, wenn das Wissen darüber, also über gewaltfreien Widerstand, verbreitet wird. Und wenn das Wissen darüber verbreitet wird, wie er funktioniert, also wie gewaltfreier Widerstand funktioniert, dann, wenn Bewegungen mehr Zeit und Energie in die Planung von Kampagnen investieren, genau, das ist schon Nummer zwei, und wenn sie sich untereinander austauschen und ihre Erfahrungen teilen. Diese Antworten, die kann man nachlesen, und zwar in der Publikation Gewaltfrei aktiv, Nummer 45 vom Februar 2020. Das ist die Beschreibung der Folgestudie dieser beiden Politikwissenschaftlerinnen, die Erfolge von Aufständen und Kriegen, also gewaltfreien Aufständen und gewaltvollen Kriegen natürlich, untersucht haben, aber nur im Zeitraum von 100 Jahren. Und dann hat sich eben die Frage gestellt, und was ist jetzt, weil wir ja oft den Eindruck haben, es ist alles viel gewalttätiger geworden. Und die haben eben festgestellt, es ist immer noch sicherer und erfolgversprechender, sich der gewaltfreier Widerstandsmethoden zu bedienen. Und eben unter diesen drei Gesichtspunkten. Und sich zu bemühen, eben, also was mich besonders fasziniert, ist eben, sich untereinander auszutauschen und Erfahrungen zu teilen. Das ist wichtig, dass wir miteinander reden und, ja, und die Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen. Ja, es kommt noch was. Kennt ihr die Geschichte mit den zwei Wölfen? Wer kennt die? Ein alter Indianer. Jetzt kennt ihr es wahrscheinlich. Ein alter Indianer saß mit seinem Enkelsohn am Lagerfeuer. Im Feuer knackt, die Flammen züngeln in den Himmel und es wird Abend. Und in dieses Schweigen hinein sagt der alte Indianer: Weißt du, wie ich mich manchmal fühle? In meiner Brust toben zwei Wölfe. Der eine ist rachsüchtig, aggressiv und will schaden und zerstören. Und der andere ist liebevoll, sanft und will Anteil nehmen. Dann will der Enkelsohn wissen: Und wer gewinnt? Der Wolf, und der alte Indianer macht eine Pause, den ich füttere. Ja, und in diesem Sinne wollte ich heute auch dazu beitragen, das Leben und die Menschen liebenden Wolf zu füttern. Ja, alles nur fromme Wünsche. Hoffentlich nicht, weil, wenn ich wünsche, glaube ich, dass sich etwas ändern lässt. Das Konzept und die Kampagne für das Szenario Sicherheit neu denken lässt wünschen und hoffen. Thank you.
das Kunststück fertiggebracht, uns einen Einblick in das Szenario Sicherheit Neudenken zu vermitteln. Es ist natürlich noch viel zum Nachdenken, zum Fragen und so weiter. Aber ich denke, wir haben gemerkt, dass es auch eine Bewegung von unten ist. Und dass unser Nachdenken, unser Mitdenken, unser Umdenken gefragt ist. Und dazu möchte ich dann ein Beispiel bringen, eine Bewegung von unten, die auch zu einer Veränderung beigetragen hat. Die Geschichte beginnt im Jahr 89 in den Endzeiten der DDR. Da gab es, das wissen sicher die meisten, diese Friedensgebete. Das bekannteste ist in der Nikolaikirche in Leipzig gewesen, aber in vielen anderen Orten auch. Und die Geschichte, die ich zum Teil erzähle, zum Teil vorlese, stammt von Christian Führer, ich denke, der Name, wenn ich ihn sage, ist bekannt, das ist der damalige Pfarrer der Nikolaikirche. Er hatte ein paar Jahre später im Zug eine Frau getroffen aus dem Westen, die ihm erzählt hat, dass sie eben damals bei einem dieser Gebete dabei war und sehr erstaunt und auch erschrocken war, wie gefährlich das für die Leute war, dort teilzunehmen, weil nach dem Gebet sind immer wieder Teilnehmer abgefangen, abgeführt, verhört worden und war natürlich entsprechend verängstigt. Das kannte sie, sie war eine erfahrene Demo-Teilnehmerin aus dem Westen, aber das war für sie natürlich total fremd. Pfarrer Führer hat es bestätigt und hat dann aber erzählt, wie sie versucht haben, in den Basisgruppen auf diese Aktionen, dieses Gefangennehmen und so weiter zu reagieren. Ich mache es ganz kurz, es waren ein paar Schritte. Zunächst haben sie die Teilnehmer aufgefordert, wenn sie abgeführt werden, dass sie vorher laut ihren Namen rufen, in der Hoffnung, dass jemand sie kennt oder die Angehörigen kennt, dass man zumindest weiß, wo sie abgeblieben sind. Die Namen wurden dann gesammelt, am nächsten Tag bei den Behörden angerufen und dann wurde die Liste mit den Namen an der Kirche aufgehängt. Dann hat es nicht lang gedauert, dass vor der Kirche bei dieser Liste Blumen abgelegt wurden, Kerzen abgelegt wurden, dass Leute vorbeikamen, auch miteinander geredet haben. Das Ganze hat also Aufmerksamkeit verursacht und wer die Nikolaikirche kennt, weiß, dass sie mitten in der Stadt ist, nicht einmal 10 Minuten vom Hauptbahnhof weg. Also es ist das Ganze nicht verborgen geblieben. Eines Abends nach einem dieser Gebete kam dann ein Anruf von den staatlichen Behörden. Der Pfarrer Führer soll dafür sorgen, dass die Blumen und die Kerzen und das alles weggeräumt werden, weil da ja alte Leute ausrutschen könnten und gefährdet werden. Er hat dann gesagt, nee, das mache ich nicht, kümmern Sie sich selber darum. Und jetzt hat er Folgendes, das lese ich jetzt gerade vor, es ist nicht lang. Dann kam tatsächlich die Stadtreinigung mit Schaufel und Besen, nachts. Ich konnte es vom Balkon unserer Wohnung aus sehen. Ich erinnere mich noch, wie ich voll Trauer dachte, jetzt haben sie uns überlistet. Die Frauen und Männer erledigten ordentlich ihren Auftrag, räumten die verwelkten Blumen weg, säuberten den Bürgersteig vor der Kirche von Wachs und Kerzen. Und jetzt kommt's. Aber dann, zu meiner Verwunderung, nahmen sie plötzlich aus dem Kerzenresthaufen alle Kerzen, die noch zu gebrauchen waren, säuberten sie, zündeten sie an und stellten sie in die Kirchenfenster. Ein tiefes Gefühl der Freude überkam mich. So geht das jetzt, dachte ich. Die Menschen fragen nicht mehr, dürfen wir das? Sie fragen nicht nach einem Vorgesetzten, der für sie entscheidet. Sie denken selbst, entscheiden selbst, handeln selbst. Das war die eigentliche Revolution, diese Veränderung, die mit den Menschen geschah. Frauen und Männer wie diese, immer noch Pfarrer Führer, Frauen und Männer wie diese, deren Namen man in keinem Geschichtsbuch lesen wird, haben die friedliche Revolution im Herbst 89 möglich gemacht. Ich denke, ein kleiner
dieses Erlebnis, diese Erfahrung, diese Begebenheit, ein kleiner Mosaiksteinchen, der zur friedlichen Revolution beigetragen hat. Dass sich die Leute vielleicht was anderes davon erhofft haben, steht auf einem anderen Blatt, das kann jetzt halt nicht diskutiert werden, sonst sitzen wir um Mitternacht noch zusammen. Aber das Entscheidende für mich war diese Veränderung, die in den Köpfen, in den Herzen der Menschen passiert ist. Und ich denke auch, das Konzept Sicherheit neu denken verlangt unser Mitdenken, unser Umdenken, wie ich es vorher schon gesagt habe. Und als weitere Ermutigung möchte ich unseren leider schon verstorbenen Friedensfreund Sepp Rottmeier zitieren. Einige von Ihnen, von euch kennen ihn vielleicht oder kannten ihn vielleicht. Der hat öfters gesagt, nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Hoffen wir, dass diese Zeit jetzt da ist. Segne die Erde, auf der wir jetzt stehen. Segne den Weg, den wir jetzt gehen. Segne alle Friedensbemühungen und Friedenseinsätze. Jetzt und alle Tage. In deinem Namen. Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes. Wir gehen auch in Frieden, im guten Heimweg. Thank you.